Eigentlich sind wir ein Fachverlag für Gesundheitsrecht aus Köln. Darüber hinaus beschäftigen wir uns seit kurzem mit dem Thema Apps im Gesundheitswesen. Letztes Mal haben wir hierzu eine App für Diabetiker getestet. Wir haben letztes Mal gesagt, wir bleiben am Thema Apps im Gesundheitswesen dran. Und wir sind dran geblieben. Heute wollen wir euch sogenannte Pill-Reminder vorstellen, die euch dabei helfen sollen, die Medikamente, die ihr regelmäßig einnehmen solltet, auch wirklich regelmäßig einnehmen. Die erste App, die wir euch heute gerne vorstellen möchten, ist die App MedMemo. Vergleichsweise sehr einfach zu bedienen. Genau, wir öffnen jetzt hier mal die App MedMemo und sehen hier in der linken Navigationsleiste unsere Medikamente, unsere Erinnerung in der Übersicht für die nächsten Tage. Als Beispiel wählen wir mal ein Medikament an. Zur Erklärung komme ich jetzt ausführlich, indem ich nämlich jetzt ein neues Medikament anlege. Dazu drücke ich hier oben auf Plus. Ich gebe jetzt hier mal den Namen ein. Was nehmen wir denn? Am besten mal Paracetamol. 500 Milligramm würde ich sagen. Genau, gebe ich jetzt hier mal ein. So, fertig. Dann kann ich hier drüber, kann ich die einzelnen Dosierungen auswählen. Bis zu 10 sind möglich, wie ihr eben gesehen habt. An unserem Beispiel stelle ich jetzt als erstes mal die Uhrzeit an für die Erstdosierung, 10 Uhr. Für die zweite Dosierung sagen wir 7.30 Uhr. Das ist auch sehr schön hier unten mit der Uhr, dass man es nochmal in groß sieht. Genau, man kann die Tabletten da auch noch anlegen, wie viele man haben möchte. Und vor allem, in welcher Darreichungsform sie erfolgen sollen. Ne? In dem Fall nehmen wir eine ganz normale kleine Tablette. So, und hier kann ich noch sagen, an welchen Tagen ich sie nicht nehmen möchte. Das heißt, ich kann den Haken dann rausnehmen. So, dann hier hinzufügen und zack, taucht sie in unserem Übersichtsmenü auf. Sowohl noch bei heute als auch in den darauf folgenden Tagen. Ja, dann haben wir hier oben noch die Möglichkeit der Einstellungen. Beispielsweise die ganzen Daten exportieren als E-Mail oder eine Bewertung abgeben oder aber Benachrichtigungen. Hier habe ich jetzt noch die Infos vom Hersteller der App. Und ja, ansonsten kann ich dazu sagen, eine sehr feine App, sehr einfach gestaltet und ja, bin soweit damit zufrieden. Wir fassen zusammen, eine gute und wirklich übersichtliche App, jedoch mit kleinen Schwächen, wie zum Beispiel Displayflackern. Was man aber verzeihen kann durchaus, wenn man bedenkt, dass es sich um eine kostenlose Erstversion handelt. Die zweite App, die wir euch heute vorstellen wollen, heißt Arzneiwecker. Im Vergleich zu MedMemo wesentlich umfangreicher in den Anwendungen. So, wir öffnen jetzt die App. Ändert ein bisschen auch MedMemo, sehr übersichtlich. Aber wir werden später sehen, dass es da Unterschiede gibt. Hier sehen wir jetzt das Zymbalt als Beispiel. Hier oben ist Vitamin C rot markiert, weil wir es eben noch nicht eingenommen haben. Das haben wir bisher vergessen. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, ich habe es eingenommen oder nein. In dem Fall klicke ich jetzt mal auf Nein. Könnte noch einen Kommentar hinzufügen, das spare ich mir mal. Gehe auf Weiter, muss jetzt einen kleinen Augenblick warten, bis er den Zeitplan aktualisiert. Hier und zack, fliegt Vitamin C aus dem Zeitplan heraus. So, ja. Nächster Punkt sind hier die Erinnerungen. Wie ihr hier seht, auch sehr übersichtlich dargestellt im Einzelnen. Und hier haben wir sogar Rubriken an die depressive Nahrungsergänzung. Ich klicke jetzt hier nochmal das Cymbalta an, damit ihr seht, wie das im Detail dargestellt ist, so eine Erinnerung. Leg jetzt mal eine an. Ich aktiviere die Erinnerung. Kann Bezeichnung, Kategorie wählen. Kategorien sind bereits von mir angelegt worden, dazu später mehr. Ich wähle jetzt mal ein Schmerzmittel aus, habe hier die Möglichkeit, entweder aus meiner eigenen Liste zu wählen oder aber aus einer sehr seriösen und umfangreichen Datenbank. Ich gebe jetzt ein Aspirin, das möchte ich nämlich jetzt gerade als Medikament anlegen. Hat er auch gefunden, Migräne 500 Gramm, sehr schön. Und kann jetzt die Zeiten auswählen und welche Dosierung ich gerne hätte.
So, ich habe jetzt ein paar Zeiten mal rausgeschmissen. Lege ich jetzt hier zuerst mal nur eine Zeit an. Sage, genau, was nehmen wir denn da mal? 18.55 Uhr nehme ich jetzt eine Tablette. Und ihr seht, man kann auch auswählen Vierteltabletten oder halbe Tabletten. Das finde ich auch sehr schön, dass das eben möglich ist und nicht immer nur volle. So, Änderungen werden wieder mal aktualisiert. Das dauert wirklich immer einen Moment. Da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. So, wir sind jetzt wieder im Zeitplan. Hier ist unser Aspirin. Ja, genau. Und das ist das Verlaufsprotokoll, was wir bisher eingenommen haben und was nicht. Ich klicke jetzt hier mal drauf, Vitamin C. Da habe ich einen Hinweis, ich habe es einmal nicht eingenommen und dort unten habe ich es eingenommen. Ich klicke jetzt darauf, wann habe ich es genau eingenommen und wann habe ich es nicht eingenommen. Wird an der Stelle spannend, wenn wir ganz viele Medikamente natürlich schon eingenommen haben und Medikamente nicht eingenommen haben, damit wir da eine genaue Übersicht haben, was haben wir vergessen und was haben wir tatsächlich eingenommen. So, jetzt lege ich hier mal ein neues Medikament an unter der Rubrik Medikamente. Bezeichnung, das gebe ich jetzt erstmal, was nehmen wir denn da mal? Wir nehmen jetzt mal OMAP. Genau, das ist gegen Sodbrennen. Und genau, müssen wir das jetzt hier mal, können wir die Darreichungsform auswählen, OMAP in Kapselform. Da gebe ich jetzt, ja, den Packungsinhalt, genau, 14 Stück gebe ich jetzt ein. Dann sehe ich auch genau, wann die Verpackung leer ist, beziehungsweise habe da genaue Übersicht. So, Erinnerung muss ich jetzt anlegen, das Medikament wurde ja angelegt, jetzt wie gewohnt die Erinnerung, dass ich das auch nicht vergesse einzunehmen. Da ist unser OMAP jetzt aufgetaucht, wieder bei den Medikamenten. In den Einstellungen kann ich jetzt auch für das OMAP, genau, da sieht man jetzt die Kategorien. Für das OMAP möchte ich jetzt aber eine eigene Kategorie anlegen, weil das passt hier nicht zu meinen vorgegebenen. Ich gebe nämlich jetzt hier ein Sodbrennen, ne, damit das einfach klarer zu unterscheiden ist von den anderen Kategorien. Und wie gesagt, es passt da auch sonst nicht rein. Da ist angelegt, wie immer, wird aktualisiert. Jetzt gehe ich wieder zurück in meine Erinnerungen. Genau, kann jetzt hier Sodbrennen auswählen für mein Medikament OMAP. Zack, genau. Alles soweit gut. Jetzt gebe ich hier wieder die Zeiten an. Ich möchte jetzt hier eine Kapsel um 8 Uhr nehmen. Dann möchte ich eine um 12 Uhr nehmen. Und einmal dann bitteschön das Ganze aktualisieren. Jawohl. Da sehen wir jetzt auch unsere Rubrik Sodbrennen OMAP ganz unten. Zack, wir gehen jetzt hier wieder zurück. Und wie ihr seht, taucht hier erstmals das OMAP schön übersichtlich im Zeitplan auf. Mit der entsprechenden Erinnerung. So, genau, das sind die Einstellungen nochmal zur Übersicht. Die können wir auch zurücksetzen, komplett natürlich. Alle Erinnerungen werden jetzt aktualisiert. Wir haben ja gerade auch das OMAP angelegt. Sicherheitshalber klicken wir jetzt auch mal hier nochmal drauf. Und ja, genau, Cymbalta war jetzt auch markiert. Sagen wir einfach mal, ich habe es eingenommen. Wir warten kurz und zack, das Rote fliegt wieder aus der Liste. Ich habe es eingenommen und taucht dann später auch im Verlaufsprotokoll unter Log auf. So, Info zum Hersteller, ne, damit wir auch wirklich nochmal eine Bestätigung haben. Es ist eine seriöse Datenbank. Ganz wichtig. Und wer hat die App entworfen? So, hier unten Medikamentendatenbank, oben die Programmierung. Ja, das war es eigentlich schon, bis auf die kurze Bedienungsanleitung in der Hilfe. Und ja, ich kann nur sagen, super App.
Einzige Schwäche ist, wenn überhaupt, dass man sich vor der regelmäßigen Nutzung mit der App vertraut machen sollte, da die Menüführung doch sehr umfangreich ist. Ansonsten eine wirklich tolle App, die auf eine große Datenbank und viele Funktionen zurückgreifen kann. Als letztes stellen wir euch heute Lady Pill Reminder vor, eine App zur regelmäßigen Einnahme der Antibabypille. Genau, und die Vorstellung läuft jetzt über das Samsung Galaxy Tab 2 Android-Version. Wir öffnen das Ganze, sehen hier einen Blister für einen Monat, alle Tabletten im Überblick. Wir schauen uns jetzt mal die detaillierten Einstellungen ein. Hier, erster Punkt, können wir die Pillen pro Packung wählen. Klassisches Modell sind natürlich die 21 Stück, das bestätigen wir jetzt mal. Den ersten Einnahmetag, das ist ganz wichtig, dass wir den angeben. Monat auswählen und natürlich den Tag, okay. Uhrzeit der Einnahme, wie ihr wisst, muss ja jeden Tag gleich sein. Stellen wir jetzt auch mal eben ein. Genau, dann ist es ganz wichtig, dass die App aktiviert ist. Wenn sie es nicht ist, kommt hier eine Erinnerung. Deswegen müssen wir jetzt hier den Haken setzen, sonst könnt ihr die nicht benutzen. Hier können wir die Farbe des Blisters wählen. Blau, grün, rosa, wie auch immer. Die Benachrichtigung, die können wir jetzt auch öffnen. Da sind verschiedene Unterpunkte, wann die Benachrichtigungen genau wiederholt werden, in welchem Minutentakt. Das haben wir jetzt auch ausgewählt. Den Benachrichtigungston, damit es nicht ganz so langweilig wird und ihr den Ton auch von eurem Klingelton unterscheiden könnt. Die Einnahme der Pille ist so wichtig, dass man nicht einfach denkt, oh, ist jetzt Klingelton oder nicht. Sound abspielen, könnt ihr hier auch Haken reinsetzen, ob ihr Vibration wollt oder nicht. Hier könnt ihr eine Überschrift vergeben, zum Beispiel Pillenerinnerung, genau, und einen Untertitel, ganz klassisch, vergiss nicht die Pille zu nehmen. Zack, bestätigen. Okay. Symbol könnt ihr auch auf eurem Handy dann sehen. Welches Symbol möchte ich anwählen? Genau, ich nehme jetzt hier die klassische Pille einfach als Erinnerungssymbol. Dann gehen wir wieder zurück, gucken nochmal, ob hier alles stimmt. Und dann steht hier, dass die Erinnerung aktiviert ist. Und jetzt haben wir nochmal den Monatsblister im Überblick. Und ja, also von der Handhabung her ist das eigentlich alles ganz einfach und auch sehr übersichtlich. Gleich müsste jetzt noch eigentlich eine Erinnerung reinkommen. Da warten wir jetzt noch kurz drauf. Also ihr seht, es ist wirklich ganz simpel. Ne? Da muss man, da ist die Erinnerung, 17 Uhr Pillenerinnerung. Das wählen wir jetzt einfach mal an, zack, und sagen, hast du die Pille heute genommen? Und ich wähle, ja klar habe ich sie genommen. Und schon wird sie auf den Blister entfernt. Zack, seht ihr das schon? Natürlich könnt ihr das auch wieder rückgängig machen. Dann klickt ihr einfach wieder auf das geöffnete Feld drauf, wenn ihr die Pille nämlich eventuell dann doch mal vergessen habt. Wir gehen aber jetzt davon aus, natürlich, dass ihr sie genommen habt und dass alles gut ist. Ja, das war die App. Zusammenfassend kann man sagen, die App tut genau das, wofür sie konzipiert wurde. Sie erinnert Frauen daran, regelmäßig die Antibabypille zu nehmen und das auf eine leichte und übersichtliche Art und Weise. So, das waren die drei Apps, die wir euch heute vorstellen wollten. Habt ihr auch bereits schon Erfahrungen mit solchen Arzneiweckern gemacht? Dann nutzt dort unten unser Kommentarfeld. Falls ihr mal eine interessante Gesundheits-App für uns habt, lasst es uns wissen. Wir testen und vergleichen sie für euch. Bis bald!